Hallo und herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde. Lasst uns zusammen mal Tanger Factory Outlook anschauen. Ein US-REIT mit einer Dividendenrendite von ungefähr 10%. Das ist eine Wunschanalyse. Ich bekomme des Öfteren mal Tanger Factory von Latz geknallt in den Kommentaren per E-Mails. Vom Haus bei mir stand noch keiner, aber das wäre wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Ja, die Aktie da, die lockt mit 10% Dividendenrendite ungefähr und da sind natürlich viele Leute versucht hier mal zuzuschlagen. Ich muss als erster Disclaimer, ich habe das selber im Depot, also ich habe es schon getan. Wir werden uns angucken, was das Unternehmen macht. Wir werden schauen, warum der Kurs so stark gefallen ist, ob die Dividende sicher ist, ob die Aktie günstig bewertet ist. Und ja, am Ende denke ich, dann hast du so einen kleinen Eindruck, was ich von Tanger denke. Wie immer hier Risikohinweis, mit Aktien kannst du Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und nur weil ich die Aktie gekauft habe, weil ich irgendwas mache, musst du es noch lange nicht machen und das heißt auch gar nicht, dass es richtig wäre. Sprich, ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Dann mal zu mir vielleicht noch, weil mein letztes Video ist schon eine Woche her und im Internet und heutzutage vergisst man ja schnell, man wird ja so von allen Seiten beschallt. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich betreibe die Seite aktienfinder.net. Hier geht es langfristig investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Also hier geht es nicht um Tenbagger, dafür sind andere zuständig. Die können das besser als ich, jedenfalls vermarkten. Und wir kümmern uns hier um möglichst solide Investments und fragen uns jetzt eben, ob Tanger mit 10% Dividendenrendite vielleicht auch ein solides Investment ist. Hier sind wir auf der Homepage von Tanger und da siehst du, oder ich erzähle erstmal, Tanger ist ein REIT. Die verdienen ihr Geld über Vermietung von Ladenfläche, also die betreiben Einkaufszentren, sie entwickeln die Einkaufszentren, ziehen die selber hoch, übernehmen sie vielleicht von anderen, also kaufen welche, die schon existieren, und dann vermieten sie die Ladenfläche an Mieter, und zwar an Markenhersteller, weil es ist ein Outlet-Shopping-Center, also das ist nicht so wie beispielsweise Realty Income, ein normales Einkaufszentrum, sondern hier, wir haben, das ist eine Art Fabrikverkauf, so hat man das früher genannt, jetzt außerhalb des Fabriktors in diesen Shoppingcentern. Das sind dann so starke Marken wie Gap, Nike, Adidas, das gucken wir uns dann später noch alles an, was für Marken da sind. Und die verkaufen die Ware direkt ohne Zwischenhändler. Können Sie deshalb auch etwas günstiger anbieten? Zum einen, was Kunden schon in die Einkaufszentren lockt, also Markenware lockt und dann ein relativ günstiger Preis für die Markenware, das lockt auch. Denn diese Umgehung der Zwischenhändler, die erhöht ja tendenziell die Margen der Verkäufer, der Brands, die dann auch diese Margen ein bisschen über Preisrabatte an die Besucher von den Einkaufszentren von Tanger Outlet weitergeben können. Und das Konzept an sich hat ziemlich gut gezogen. Lange Jahre, Jahrzehnte. Gegründet wurde Tanger irgendwann in den 80er Jahren. Das ist also kein ganz neues Unternehmen. Momentan gibt es allerdings Gegenwind. Dazu kommen wir dann noch später. Vor allem an der Ostküste der USA und dann noch leicht hier ins Zentrum rein. Da stehen die ganzen REITs, ein paar davon stehen die ganzen Einkaufszentren, ein paar davon stehen noch hier im Südosten von Kanada. Ja, das wäre soweit, was die so treiben. Und wenn du mal gucken willst, wie so Shoppingcenter aussehen, dann siehst du das ja hier. Das ist auch nochmal hier groß die Karte. Hier ist nochmal Jahresbericht 2018 noch drin. Der Jahresbericht 2019 ist noch nicht draußen. Allerdings gab es schon die vorläufigen Zahlen. Die sind auch schon im Aktienfinder eingearbeitet. Das siehst du dann hier. Dann steht hier in dem Jahr so ein P für Preliminary, vorläufig. Ja. Dann gucken wir mal oder beschäftigen uns mal darum, warum der Kurs so stark gefallen ist. Und das Ganze siehst du hier. Und zwar hatten wir schon Kurse gehabt im Sommer 2016 von knapp ungefähr 42 US-Dollar. Momentan kostet die Aktie nur noch 14,60. Der Aktienkurs ist also ganz stark gefallen. Und zwar um Spitze 60%. Hier siehst du dann 53% inklusive Dividenden sind dann aber noch dabei bei der Renditeberechnung. Also hat Tenge ganz ordentlich Federn gelassen. Da ist dann die Frage, warum? Das könnte zum einen damit zusammenhängen, dass wir hier eine Überbewertung haben. Dann ist die Aktie sowieso anfällig für Kursrückschläge zurück zum fairen Wert.
Aber es kann natürlich auch sein, dass es schlechte Nachrichten sind, wenn wir von einem REIT oder vom Einzelhandel, stationären Einzelhandel sprechen. Dann denken wir auch immer an etwas erfahrenere Aktionäre, an den Gegenwind, den der stationäre Handel momentan erfährt, durch das geänderte Konsumverhalten, durch Stichwort Disruption. Die Firma oder das Unternehmen, was hauptsächlich dafür verantwortlich ist, nenne ich jetzt mal nicht. Kleiner Tipp, letzte Woche hat der Aktienkurs um 8% zugelegt. Das schauen wir uns dann natürlich an. Ja, oder wir erklären es jetzt gleich. Also, was ist bei Tanker passiert? Tanker hat verschiedene Mieter und das sehen wir hier im Jahresbericht auch. Auf Seite 47 habe ich mir gemerkt. Das wäre also hier. Und hier siehst du die wichtigsten Mieter, die Ankermieter. Und insgesamt ist das schon ganz gut verteilt. So ähnlich wie man Portfolio diversifizieren kann, ein Aktienportfolio, so kann man ja auch seine Kunden diversifizieren. Der umsatzstärkste oder der wichtigste Mieter, der ist für knapp 7% des Umsatzes verantwortlich, beziehungsweise der Mieteinnahmen verantwortlich, hat eine Verkaufsfläche von 6,8%. Das heißt, er bezahlt leicht überdurchschnittlich. Und das heißt, ist die Essener Retail Group, dann haben wir Gap als zweiten, der noch für 5,8% der Mieteinnahmen verantwortlich ist, belegt aber 8% der Verkaufsfläche. Das heißt, die haben sich relativ gut eingemietet, wenn sie nur relativ wenig bezahlen im Vergleich zur Verkaufsfläche, die sie belegen. Und dann sieht man aber auch schon, dass es nach unten geht, relativ schnell mit dann noch 3,9% Umsatzanteil, 2,7, 2,6 und so weiter. Hier siehst du übrigens nochmal die Marken bzw. Unternehmen. Hier sind die Marken, hier sind die Unternehmen. Ist ab und zu das gleiche wie bei Adidas, ab und zu auch anders. Hier Luxottica kenne ich als Aktie. Sunglass Hut kenne ich nicht. Oakley kenne ich. VF Corporation kennen wir. Nike kennen wir. Under Armour kennen wir. Hanesbrands kenne ich auch. Ralph Lauren kenne ich auch. Also Who is Who der bunten Markenshopping-Welt sozusagen. Und das sieht erstmal alles ganz nett aus. Problem ist, dass wichtige Ankermieter, dass da die Geschäfte nicht gut laufen. Bei Essener Retail Group ist auch eine Pleite nicht ausgeschlossen. Und unserem REIT Tanger geht es nur dann gut, wenn es auch den Kunden gut geht, mit ihren Kunden, das heißt mit ihren Mietern gut geht. Andernfalls droht Leerstand und Mietausfall. Und genau das, diese Herausforderung, der sieht sich jetzt Tanger gegenüber. Da mal kurz mein Excel zeigen, was ich gemacht habe. Hier siehst du, ach, Überschrift habe ich gelöscht, okay. Hier siehst du die Mietquote, also das Gegenteil von der Leerstandsquote. Und die war langfristig bei über 95%. Dann nochmal teilweise richtig gut, bei 99% der Ladenfläche vermietet. Ist dann wieder rückläufig gewesen, lag aber noch bis zuletzt bei 97%. Und dann siehst du hier noch den Quadratmeterpreis, also den Mietpreis pro Quadratmeter. Und der ist auch immer schön gestiegen, langfristig schön gestiegen und erst rückläufig jetzt 2017, 2018 leicht rückläufig. 2016, 2010 lag er noch bei 22 Dollar und dann bei 26,50, 26,10 im Jahr 2016, wo auch der Aktienkurs so seinen Höchststand erreicht hat. Und dann rückläufig, gemeinsam rückläufig hier ein bisschen mit der Mietquote. Wir haben also 95% langfristig, das wird oft erwähnt bei Tanger, in Investor Relations Mietquote, darauf sind sie stolz. Und jetzt wird das Management hat gesagt in der letzten Pressekonferenz, sie werden es nicht halten können. Die Mietquote wird auch voraussichtlich 92 bis 93% sinken, also hier unten irgendwo sein. Und es hat damit zu tun, dass hier der Ankermieter rausfliegt. Ich habe die Aktie des Unternehmens auch mal aufgenommen, extra deshalb für dieses Video im Aktienfinder, das ist diese Essener Retail Group. Ich glaube, die stellen Damenmode her und das ganze Drama, das siehst du hier, dass der Gewinn und der kooperative Cashflow allgemein wegbricht. Der bilanzierte Gewinn schon länger negativ, seit 2015 und seit neuestem auch der operative Cashflow negativ. Hier die rückläufigen Margen, die rückläufigen Umsätzen, ein ganz düsteres Bild. Der Aktienkurs entsprechend hier auch, also total nach unten gerauscht von 370, von Spitze über 400 Dollar, 440 Dollar auf 4 Dollar. Also 99% ungefähr des Aktienkurses eingebüßt.
Und die Nasdaq hat ihnen schon einen blauen Brief geschrieben und haben gesagt, die werden nicht länger an der Börse gelistet, wenn der Aktienkurs dauerhaft unter einen Dollar fallen sollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Split war, jetzt hat das ihn wieder auf 4 Dollar gebracht haben. Jetzt sind sie noch zu handelbar. Aber da definitiv keine Kaufempfehlung. Und ein großes Problem hier sind die für Tanker Factory. Wie gesagt, hier sind ein Ankermieter, ja. Das sehen wir ja nun mal hier. Und im Januar haben die schon 300.000 Quadratmeter an Ladenfläche freigegeben. Da war noch ein anderer kleiner dabei, irgendwas mit Kitchen Group oder sowas, aber hauptsächlich die hier. Und das Management geht davon aus, dass im laufenden Geschäftsjahr 2020 irgendwas 620, 630, 640.000 Quadratmeter, also ungefähr nochmal eine gute Verdoppelung von Mietfläche erfolgen wird, wo Leerstand droht, weil dafür ein Mieter gesucht werden muss. Und eine solche Situation, die drückt natürlich dann auch die Mietpreise, weil es die Verhandlungsposition verschlechtert, wenn Tenga mehr oder weniger händeringend nach Mietern suchen muss. Das belastet dann wieder die Marge und das belastet dann natürlich auch, ja, im Fall von diesem REIT dann den Free Cashflow, also das Ergebnis. Und das ist das Problem. Und das Problem führt halt zu einer Belastung oder das Problem ist so groß, wie es Tenga noch nie gehabt hat. Das, was wird quantifizierbar an der niedrigen Mietquote bzw. am hohen Leerstand. Und deshalb ist auch der Kurs so stark gefallen, meines Erachtens. Und dann gucken wir mal, wie das für die Dividende oder was für Auswirkungen es auf die Dividende hat. Also dann die Frage, ob die Dividende sicher ist. Und das sind eigentlich so aus meiner Sicht die Good News, weil wir haben hier den Funds for Operations. Und dann haben wir hier die Miete und die Ausschüttungsquote beträgt momentan 62,6%. Also sprich, da ist noch Luft. Wir haben hier in den Schätzungen schon einen rückläufigen Funds from Operations eingepreist, aber der würde dann immer noch bei ungefähr leicht über 2 US-Dollar liegen, was ebenfalls den Einschätzungen des Managements entspricht aus der letzten Bilanzpressekonferenz, die vor 5 Tagen am 27. Juni stattgefunden hat. Und auch da wäre dann noch Luft, da hätten wir dann eine Ausschüttungsquote von 70% irgendwas. Also das wäre dann auch noch in Ordnung. Das Management hat jetzt auch nochmal hier die Dividende erhöht, um den typisch US-Unternehmen symbolischen 1 US-Cent als Signal an die Aktionäre. Wir nehmen euch wichtig und wir wollen, dass ihr auch weiterhin Freude habt an unserem Aktienunternehmen. Also ich denke, dass wenn sie die Dividende kürzen, dann nur, weil sie echt dazu gezwungen sind. Die Dividende halte ich jetzt aus dieser Sicht erstmal für sicher, also kurz- und mittelfristig, bis hier Geschäftsjahr 2021, wenn nicht noch andere Ankermieter purzeln sollten. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus. Allgemein halte ich sogar Tanger, also diese Outlet-Shopping-Center, für die attraktivere Variante als die normalen Shopping-Center, wie sie beispielsweise Realty Income betreibt. Durch die Anziehungskraft der Marke, was er nach wie vor ausstrahlt und dass sie dann eben relativ günstig zu haben ist im Vergleich zu, wenn ich sie woanders zum Beispiel in einem Einkaufszentrum, das betrieben wird von Realty Income, kaufe, weil da eben der Zwischenhändler noch drinne hängt. Nichts gegen Zwischenhändler, aber wenn man sie umgehen kann und dann die Sache billiger kriegt, ist doch auch nicht schlecht. Gut, dann gehen wir mal hier in den Dividendenturbo und schauen uns mal hier die ganze Pracht an. Warum ich immer Kommentare kriege, ob ich nicht Tanger Factory mal hier irgendwie ein Video zu drehen könnte. Aber wo Video, gutes Video gibt es auch zu Tanger von dem Nils Gajowi von Zahltagsstrategie. Und der Kollege weist noch darauf hin, dass die Kreditlinien kaum ausgeschöpft sind, dass die Immobilien nicht belastet sind durch Hypotheken, also dass noch viel Luft wäre finanziell, um über die Runden zu kommen, wenn es mal nicht so läuft. Das ist schön zu wissen und das steht auch alles hier in dem Geschäftsbericht relativ weit vorne, wo es noch bunte Bilder gibt hier, wo der Vorstand drin ist und so weiter. Da wird dann auch viel genau über diese Sachen erzählt, um die Aktionäre so ein bisschen zu beruhigen. Hilft allerdings nicht. Falls für die Dividende, ich gehe ja schwer davon aus, dass wenn hier die Funds from Operations, so wie es hier dargestellt ist, komme ich gleich noch drauf, warum es also runtergeht, tatsächlich sinken würde, dass dann auch irgendwann die Dividende gekürzt werden würde.
auch wenn die Bilanz stabil ist oder noch gewisse Substanz hat, aus der man theoretisch zehren könnte. Gehe ich nicht davon aus, dass es gemacht wird. Das hier unten, nicht für bare Münze nehmen. Den Fall hatte ich jetzt schon öfter. Hier, wenn wir sehr weit in die Zukunft gehen und dann die Estimates haben, da fliegen dann Analysten raus, weil die so weit nicht mehr in die Zukunft schätzen. Und dann bleiben wenig übrig, wenn es dann so Miesepeter sind und die Optimisten rausgeflogen sind, dann zieht es die Schätzung nach unten. Es wird hier wohl passiert sein. Also das ist einfach vergessen. Die Dividende wird da schon gar nicht mehr geschätzt. Fürs Geschäftsjahr 2022. Die Daten sind übrigens von FactSet meistens zuverlässig. Ich habe auch schon Datenfehler gefunden, aber gut. Ich sage ja immer, wer behauptet, er würde Aktien nur zu Höchstkursen kaufen oder wer behauptet, er betreibt eine Fundamentalanalyse-Datenbank und die wäre fehlerfrei, der ist entweder der Gott oder ein Lügner. Das sage ich immer dazu. Aber weitestgehend sind die Daten okay und ich habe immer ein Auge drauf. Also passt schon soweit. Dann gucken wir uns mal an, wie die Aktie so bewertet ist und das hier schnell wegmachen, damit es spannend bleibt. Gehen wir nochmal hier auf den Aktienkurs. Nein, das ist der Funds from Operations. Ja, und dann holen wir noch die Dividenden dazu. Das passt schon so. Hier kann man ja in der dynamischen Aktienbewertung rauskriegen, ob die Aktie basierend auf den historischen Multiples oder in unserem Fall ja der Dividendenrendite der historischen günstig oder teuer bewertet ist. Das hier hinten wieder vergessen. Das da unten ist wieder der Miesepeter-Analyst. Bis hierhin können wir das Ganze ernst nehmen. Und dann können wir hier den Kurs, da siehst du, was für ein tolles Investment hier das gewesen wäre langfristig. 15,5% Rendite hättest du erzielt, hättest jeden Index mitgeschlagen. Und zwar ja 15 Jahre lang bis an den Tag, an dem der Trend sich umkehrte. Ja? Und dann werden wir uns fragen, wie es hier weitergeht. Das machen wir noch ganz am Ende. Jetzt legen wir mal hier über den Kursverlauf die Fernwerte drüber, basierend auf den Funds from Operations, das wäre der hier, und basierend auf der Dividende. Aktien finden das einzige Tool der Welt, das das kann. Das kann nicht mal Fast Graphs. Und dann sehen wir hier die beiden Fernwerte. Wir sehen, dass faire Wert Dividende und faire Wert basierend auf den Funds from Operations schon ab und zu abweichen, aber mehr oder weniger gleich laufen. Und dann haben wir hier eine Überbewertung und eine relativ deutliche Bewertung, relativ lange. Und die verkehrt sich dann hier ins Gegenteil. Wir wissen ja, die Börse, die leidet an unheilbarer Hypernervosität, was sich in Überbewertung und in der Bewertung bemerkbar macht. Ja, gut, gucken wir mal ein bisschen rein und gucken uns jetzt den aktuellen Zeitraum an, weil das ist ja das Spannendste. Und da haben wir einen Wert, sowohl basierend auf der Dividende als auch auf der Funds from Operations, einen fairen Wert bei zwischen 28 und 29 US-Dollar. Und dem steht gegenüber ein Aktienkurs, der nur noch die Hälfte von dem ausmacht, unter 15 US-Dollar. Kurzfristiges Aufwärtspotenzial, wenn man das jetzt so interpretiert, von 100% würde ich mal sagen, ne? 94,6%. Ja, also gleich Aktie kaufen, ne? Nicht ganz. Meine Einschätzung ist die, ich habe die Probleme ja schon benannt und ich vermute jetzt einfach, dass der Markt sich mal jetzt zurückhält und abfallt, in Lauerstellung ist, schaut, ob das Management die Herausforderung stemmen kann, die insbesondere die mögliche Pleite des Ankermieters Nummer 1 hier, für die, der verantwortlich ist, diese SNR Retail Group, ob der Leerstand abgearbeitet bzw. vermieden werden kann, ob die Leerstandsquote also in den Griff zu kriegen ist, ohne dass es zu sehr auf die Margen geht. Man darf ja auch noch nie vergessen, dass das Ganze hier erfolgt vor dem Hintergrund eines allgemeinen Zweifels am Erfolgsmodell oder an der Zukunft des stationären Handels. Darauf wird es jetzt ankommen, wenn das Management hier die Kurve kriegt und die Situation meistert und dann irgendwann im Geschäftsbericht sagt, ja, es ist gut, wir haben so und so viele neue Mieter gefunden, wir haben so und so viel Ladenfläche vermietet, so die und den Preisen und das ist alles in Ordnung, dann gehe ich davon aus, dass die Kurse ganz stark anziehen werden, dass wir also richtig einen Kurssprung haben werden, nachdem diese Nachricht draußen ist. Von also locker zweistellige Prozentbereiche, das ist ja auch schnell gemacht bei Tanger. Auf der anderen Seite
Sollte das Management diese Herausforderung so nicht in den Griff kriegen, sollte der Markt beispielsweise im schlimmsten Fall den Eindruck haben, durch zunehmende Leerstände bluten die Einkaufszentren sozusagen aus, blutet dann auch das Unternehmen aus, dann würde das dazu führen, dass wir ja, solange die Dividende stabil bleibt, vermutlich immer noch irgendwelche Kurse haben werden, die seitwärts laufen, weil die Dividende einfach so hoch ist und dann als Sicherheitsnetz dient. Sollten aber dann die Funds for Operations wirklich so stark hier auch wie von diesem Miese Peter dargestellt, rückläufig sein und die Dividende ins Wanken kommen und die Investoren auch die Erwartung an eine Dividendenkürzung einpreisen, das würde dann auch dazu führen, vermutlich, dass der Kurs ja nochmal richtig gen Süden rauschen würde. Das heißt, dann kann er immer noch weiter nach unten gehen. Das ist einmal also das Positivszenario und einmal das absolute Horrorszenario. Ich drücke momentan nicht nur dem Management die Daumen. Ich vermute, dass das Management die Situation meistern kann. Deshalb habe ich ja auch ein paar dieser Aktien im Depot. Allerdings auch so gewichtet, dass ich einen Verlust ja auch aushalten könnte. Da geht es ja dann ins Thema Diversifizierung, genau wie sich ja auch dieser REIT diversifiziert. Diversifizieren wir uns ja auch ebenfalls alle, um eben vor so einem ja, Verlust ja, gefeit zu sein. Gut, dann würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Ob du vielleicht investiert bist in Tenga, ob du einen Kauf erwägst oder ob du eine ganz spezielle Meinung hast zu Tenga, positiv oder negativ, ob ich irgendwas übersehen habe, was aus deiner Sicht wichtig ist. Schreib mir es einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich dann immer. Und dann vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.